Plattformen, die so Ding zu einem Bundesstaat will oder erfordert der Euro die Abgabe ganz brutaler Kompetenzen, zum Beispiel Kompetenzrechner, Kompetenzen. Und das ist die ganz brutale Frage. Ich kann nicht ohne das Parlament führen, weil das Parlament ist die Quelle der eigentlichen politischen Legitimität. Es ist nicht die Bundesregierung, es ist nicht die EU-Kommission. Beauftragte die Regierung Kuhfänger damit, die streunenden Tiere von der Straße zu holen. Nach offizieller Lesart sollten die Kühe dann in staatlichen Tierheimen ihren Lebensabend verbringen. Für die meisten von ihnen aber ging die Reise schon bald weiter. Sie wurden von Molkereibesitzern, die ihre Beziehungen in die Politik zu nutzen wussten, abgeholt, um danach entweder gemolken oder geschlachtet zu werden. Manche Hündnis berühren, wenn sie einer Kuh begegnen, deren Hinterteil und führen danach die Hand zu stirren, um sich die soeben empfangene Kraft zu eigen zu machen. Andere unterhalten in ihrem Wohnbezirk Futterplätze für die vielen streunenden Kühe, die genau zu wissen scheinen, wann und wo die meist aus Brot und Gemüse bestehenden Mahlzeiten gefunden werden. Kühe sind Anlass hitziger Parlamentsdebatten, im Zuge derer Politiker aus bestimmten Wahlkreisen ein nationales Schlachtverbot für Kühe fordern. So wird die Kuh vom Heiligtum zum Politikum. In Landstrichen etwa, in denen die Spannungen zwischen Hindus und Muslimen besonders eklatant sind und ein identitätsstützendes Bindeglied her muss, um sich gegen die Andersgläubigen abzugrenzen. Hindu-Nationalisten führen bei diesen Gelegenheiten gern die Aussagen Mahatma Gandhis ins Feld, der mit Hilfe seines gewaltlosen Widerstandes gegen die britischen Kolonialherren maßgeblich zur Unabhängigkeit Indiens beiträgt. Gandhis ethische Haltung war unter anderem stark vom Prinzip der Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, geprägt. Und sie bestand aus einer Art neuzeitlicher Heiligsprechung, einer großen Verbeugung vor der Kuh. Für mich bedeutet die Kuh gesamte nichtmenschliche Schöpfung. Durch die Kuh ergeht an den Menschen der Auftrag, seine Einheit mit allem, was lebt, zu verwirklichen. Die Kuh ist ein Licht des Mitleids. In Indien ist sie die Mutter von Millionen. Schutz der Kuh heißt Schutz der ganzen stummen Kreatur Gottes. Dies ist das Geschenk des Hinduismus an die Welt. Hat der Irre in dir Lust,